Runde Ist macht eh er gleich eine. weg, ja. Na Moment, er macht eine Long Rest. Ich bin übernächste Runde bin ich exhausted, bin weg. Er kann sich statt mir daherstellen. Ja. Er kann sich daherstellen statt mir und blockt für euch den Schaden. Weil wenn ich da jetzt weg bin und er steht da. Ja? Hallo Panda übrigens. Sorry, dass ich dich so lange nicht gelesen habe. Ja. Übrigens, also wenn ich jetzt, ich bin ja dann bald weg. Wir machen jetzt beide, also ich habe die Runde überlebe ich noch und die Runde darauf bin ich weg. Er macht eine Long Rest, ja? Stopp. Ich kann im Moment nicht folgen. Was hast du jetzt? Du hast vorhin jetzt, du hast jetzt eine Long Rest gemacht, gell? Ich habe diese Runde eine Long Rest gemacht, muss Warte, diese haben wir die Karte. fertig abgehauen? Ja. Und du scheidest die nächste Runde jetzt aus. Die Nein, ich habe noch kommende Entscheidung. eine. Ich scheide nächste Runde aus, genau. Das Ja, heißt, weil ich du kannst bin. keine zwei Karten mehr nehmen. Du bist Genau. jetzt weg. Ich bin jetzt weg. Das heißt, ich verschwinde nächste Runde. Die ist noch nicht vorbei. Doch, Also. jetzt kommt. Du bist jetzt gleich sofort weg. Stimmt. Ja. Okay. Auf jeden Und Fall der ist andere ist der es. Fokus. Nein, ist er nicht. Warum Ist er nicht? nicht, weil Natürlich. der mit, nein, der mit der niedrigsten, Nein, das bin ja der der am ich, nächsten ist. der am nächsten ist, okay, Ja, passt, gut, passt, die okay. Initiative ist nur der Ah, Tieblock. Gott sei Dank, okay, Ja, passt, dann der andere passt. Er ist muss jetzt nicht immer der daher springen. Fokus. Ja, Ja, es also wird er sich ist noch, wahrscheinlich in dem Spiel niemand mehr bewegen. er macht jetzt trotzdem dann seine, könnte seine Long Rest machen, das heißt, er kann sich die Karte aussuchen, die wegkommt. Ja, er Kann die sollte die Runde Longrest machen, drauf auf ja. jeden Fall die Das Retaliate Retaliate spielen, so genau, früh wie und hält lang möglich. genug durch und Oder inzwischen vielleicht hat sogar als letzte Karte. wir Weil gewinnen ich kann ja das. noch. Hallo, Genau, ja. übrigens, René, Panda fragt, ob du dich morgen verkleidest, René. Ja, also keine gute Das Verkleidung, die funktioniert nicht. nimmt ja keiner ab. Ich glaube, wir gewinnen das. Ich glaube, wir gewinnen das. Der Panda-Bär wird sich als guter Schüler verkleiden. Übrigens. Vielleicht ist er eh schon weg, der Panda. Ich überlege gerade, ich könnte jetzt noch eine Long Rest machen, dann würde ich da eine Runde nutzlos rumstehen, oder ich könnte eine Short Rest machen und wieder Michi sofort jetzt ausscheiden. Ja, Na, das macht keinen Sinn, wenn zwei ich Leute mache eine ich Long mach eine Rest Short machen. Rest und scheide auch aus. Ja. Kommst du dann gar nicht mehr dran? Oh Gott. Nein, ihr seid auf euch gestellt. Ich glaube, ich weiß nicht. Mit ein bisschen Pech gewinnen wir es nicht. Wichtiger ist, René, dass du jetzt noch einen Angriff reinhauen kannst. Oben und unten? Ja. Okay. Na Haben wir gut, jetzt vorher dann darüber sucht euch was geredet, Schönes Wund kann aus. man zweimal ausspielen? Also zweimal. Echt nicht? Nein, Also nein, nein. Statuseffekte gibt es nur einmal, oder wie? Nein. Schade. Ja. Die Reihenfolge ist ziemlich irrelevant eigentlich jetzt schon, weil alles, was ihr macht, interagiert kaum mehr miteinander. Ich mische inzwischen das Kanonenangriffsdeck, das ist urwichtig. Das bekommt auf einmal Movement 10, ja. Ja, das ist ja lustig. Die ist nur frustriert, die Kanone, dass sie nicht mehr helfen kann. Das ist das obere Deck, das ist eigentlich genau drüber. Das ist. Na, schau dir die Stiegen an, gehen die rauf oder runter? Andi, du hast einen Plan? Ich habe einen guten Plan, ja. Okay. Ich Ich mache jetzt verlasse mich eine auf Long dich, Andi. Rest. Ich mache Ah jetzt ja, eine das ist ein Long guter Rest. Plan, ja. So, ich decke den Bart hier auf.
15. Er chillt und er macht Poison, damit der andere nicht so lange durchhält. Nein, das haben wir Okay. nur diese Runde. Ach so, für deinen Angriff. Aber er ist nach dir dran. Ist es gut? So, jetzt, oh, was hat denn der René? Oh, du kannst sogar Windenergie nutzen. Dann zweier Angriff. Ja, hängt sehr viel davon ab, was du ziehst. Mit welchem fängst du an? Okay, gib dir eine Erfahrung, das vergiss nachher nicht. Und der Wind ist da, gell? Vergiss den nicht. Ein Schaden. Ah, cool. Ja, wenn du einen Counter hast, dann geht das auf jeden Fall. So, die Windenergie geht runter. Die ist wieder hier. Yeah! Was wir? Er hat mal zwei gezogen. Oh. Also zwei gehen durch. Ich gebe ihm Er hatte das. noch 4 Leben. Ja. Es könnte echt sein, dass wir es schaffen. Ja. René, nimm dir die Erfahrung, gib die beiden Karten auf den Discard. Eigentlich schon, oder? Nein, nein. Leider nur 5 Discarded-Pile, ja, stimmt. Ja. So. Er ist dran, oder? Barty ist dran. Er hat Ich gebe ihm Strength. mal eine Wunde, also ein Leben weniger. Ganz kurz, Was? hast du nicht Was? Was? Jetzt? Er hat Ja, eine gib ihm eine. Wunde. Ja, Er hat nur noch 3. Das könnte echt Michi? schaffen. Okay, warte mal ganz kurz. Hat er jetzt Mana Bolt gespielt oder Flame Strike? Hier Einen, ist das. den oberen Teil. Ah, okay. Das ist der Tag 3 gehabt, oder? Na, weil ich wundere mich gerade, du musst deine Energie da verwenden oder du produzierst auf der Wahlweise Energie plus. Hast du eine Energie verwendet? Hat er, ja. Der hat mal 2 gehabt. Dann hat er 4 Schaden gemacht. Achso, Es okay, hat alles schade. gepasst, Okay, ja. passt, ja, So, passt, kenne ich aus. der greift einmal den Andi an. Er hat Angriff 3, aber Strengthen heißt Advantage, oder? genau, er zieht zweimal und Ja. macht 3 und schau mal. Yeah! Also 3 Schaden und Poison. Also ich kriege aber nur 2 Schaden und ich tue das hier wieder weiter hier. Da kriegst du einen Poison-Marker. Und ich krieg 2 Schaden. Und zeigst du mir nochmal, wie das Poison funktioniert. Du kriegst jetzt einen Schaden mehr, immer wenn du angegriffen wirst. Das Strengthen ist weg. Hast du schon 2 Minus gemacht vorher? Nein, gell? Doch, was heißt Ach zwei so, dann Minus? auf meiner Lebensanzeige. Nein, ich habe bei deinem Okay, Lebensanzeiger nichts passt, gemacht. ja. Ja, das wird knapp, Leute. Ich glaube, wir schaffen Nein, du es. Du musst spielst, nur dein also. Retaliate spielen. Ja, wollte gerade sagen, dann ist Wenn das du Spiel nächste Runde vorbei. das Retaliate Ach spielst und er dich so. angreift, stirbt Na er. dann stirbt er, ja, Und dann du haben wir es geschafft. möchtest so früh wie möglich das Retaliate. Also du Und dann möchtest so brauchen früh wie wir gar möglich nicht mehr dran sein. drankommen, weil das war's dann eh schon. Ja. Naja, er könnte vor dir drankommen und das wäre blöd. Wir wissen nicht, was seine Karte macht. Eben. Es kann immer irgendwas noch sein. Okay, ich komme einfach so früh dran wie möglich. Du machst deine Short Rest, ja? Dann kannst du auch noch einen Angriff spielen, ja? Du kannst ja auch einen Lebenspunkt leisten. Du kannst wirklich frei aussuchen, welche Karte. Zieh mal die erste und schau es an, ob es die ist, die du Er muss noch opfern mischen, willst. ja, genau. Ja. Dann nimm dir einen Schadenspunkt und die andere gibst du auf den Rest. Du willst wegen der Erfahrung noch einmal spielen, ja? Was soll? Ja, das schaut nicht damit aus. So, Barty mischt sein Angriffsdeck. Bei euch mischt keiner irgendwas. Wir gehen in die letzte Runde. Ja, ihr könnt eure Karten, glaube ich, offen hinlegen. Die Reihenfolge spielt keinen großen Unterschied mehr.
Also nur schaut, dass ihr. Ja. Nein, 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 der nein, das Schild hat war der nur in Mann der nicht gemacht. vorigen Runde. Genau. Aber der extra Schild von der Karte war nur die letzte Runde aktiv. Und jetzt aber nicht mehr. Ah, ich habe einen Longrest gemacht, das heißt, ich kriege noch zwei Leben dazu. Ja, stimmt. Andi, Jetzt gerade eine Windenergie. deine Leather Armor wird wieder aktiviert. Danke. Solltest du vorm René dran sein. Ja, ich komme so früh dran, wie ich kann. Ihr habt Früher gerade geht's nicht. ziemlich gesch also, ja, wurscht, wir haben jetzt nicht mehr drüber geredet. Eigentlich hat es was, ein bisschen Schummeln war jetzt dabei, theoretisch, aber es wird wurscht So. sein. Ja. Aber es wäre auf selber rauskommen, nicht in Es wäre dem auch Sinne. selber rausgekommen, er Ja. stirbt auf jeden Fall die Runde, Ja. ja. Passt schon. Nein, warte, stimmt Nein. jetzt. Und es ist echt so knapp, Na, dass das Moment, wir alleine müssen noch war. die Karte ziehen für Bate, gell? Ja, Aber. genau, wer weiß. Also, wer weiß. Und Nein, alles ist sehr, sehr okay. durchschnittlich. So, Er ist tot. gut. Na, dann fang, macht's mal eure Züge. Ich habe 18, was hast Du du? fängst an, Andi. Okay, ich mache mal ein Heal 2 und erzeugt damit auch Windenergie oder Nein, Naturenergie. Naturenergie. Genau. Und ich kriege zwei Leben dazu, damit bin ich auf Maximum. Und das zwei, ja, und jetzt mache ich mein Wall Retilien. of Doom, obere Wall Hälfte. of Doom, hoppala. Zwei Und Erfahrung. ich krieg zwei Erfahrungen, genau. Leg die Cool. Karte bei dir aus einmal. Mhm. Du hast zwei Schilde und zwei Retaliate. So, die ist jetzt discarded. Und die liegt vor dir aus, Und die oder? liegt vor mir aus. Ja. Du wirst bei Es seinem ist Angriff gut. außerdem deine Leather Armor aktivieren, der wird nicht viel durchkommen. Es ist eigentlich schon wurscht, es ist Muss vorbei, ich du den kannst aktivieren, durchspielen. den Leather Armor, oder aktiviert sich das Nein, selber? du musst selber entscheiden, ob du aktivierst. Ja, So, dann werde ich ihn René jetzt ist dran. tappen. Ja. Kriegst deine Erfahrung. Ja, Erdenergie. Ja, mach das. Nein, das geht nicht. Übrigens, es gibt Naturenergie. Ja, aber du kriegst eine Erfahrung. Du kommst nicht durch, genau. Das ist eh das Wichtigere. Ah, das ist gut gemacht, René. Das ist elegant. Wieso hast du So, so viel geändert? warte, du hast drei Lebensenergie und bist dran. Du kannst nichts verpfuschen. Ah, warte, du verlierst deine Lebensenergie, weil du eine Wunde hast. Schade. Na, du hast immer noch zwei. Was machst du jetzt, Barbie? Hä? Oh, du hast einen Attack-Befehl gezogen. Das ist aber schlecht für dich. Okay, pass auf, jetzt machen wir das noch gaudi halber, wie er dich angreift. Du hast Shield 2. Ich habe das getappt, mein Leather Armor. Hey, du hast sogar Shield 3. Du wirst auch noch eine Erfahrung kriegen. Du hast Shield 3. Zwei durch die Wall of Doom und eins durch die Warding Strength. Er greift mit Disadvantage an, weil du deine Leather Armor Das heißt, ich aktiviert kriege mal hast. zwei Erfahrungen auf jeden Ja, Fall. ich ziehe eine Karte für ihn. Plus zwei. Scheiße. Er macht 5 Schaden, minus 3 Schild. 2 kommen durch. Nein, 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 Disadvantage. Er zieht der zweite noch. Haha. Das ist Leather Armor. Und er passt. Aber, Retaliate. Kriegt man das auf jeden Fall? Das kriegt man auf jeden Fall, auch wenn Ja, man null das haben wir Schaden schon. macht. Ja, Ja, danke, das haben wir schon das gehabt, hatten wir ja. schon. Ja. So, er kriegt 2 Schaden, er ist tot. Puh. Also so knapp. Also so knapp. Wir spielen da jetzt 3 Abende Wir könnten noch und einmal zurückgehen und die Bombe kaputt machen, die Kanone es kaputt läuft auf machen. das hinaus. Das war sowas von sauknapp. Okay. Ich lese Ja. vor. With one last blow, und zwar seinen eigenen Blow, Barty groans and keels over. He is still alive, begging you to spare his life. Before you can act, however, a massive explosion from below rocks the ship.
and the entire structure begins to lurch and split apart. It seems like Drayle finally managed to get her explosives to work. You need to get off this ship before the situation gets any worse. Looking out of Barty's shattered cabin window, you see the outline of a small island on the horizon. With any luck, you'll be able to find a dinghy on this doomed vessel and make your way back to dry land. The dinghy is a Rettungsboot. You may even have time to take something or someone with you. Nein, für uns. Weißt du, was ein Dinghy ist? Ich hab's nicht gewusst. Weil ich das schon gelesen hatte. Ich habe das Szenario schon durchgelesen. Vorher. Für nachgeschaut, genau. Genau das, ja. So, jetzt kriegen wir mal Rewards. Wir werden kriegen Two Volatile Bombs. Das sind Items. Die haben wir jetzt hier nicht, aber wenn, sollten wir das nächste Szenario spielen, werden die am Anfang ausliegen. Die können wir dann verteilen. Die können wir dann zuteilen, wer auch immer sie kriegt. So, dann bitte auf euren Sheets tragt es euch ein. Jeder kriegt zusätzlich zu der Erfahrung, die er in dem Szenario gemacht hat, und zu der Erfahrung, die wir jetzt dann gleich noch vom Regelheft her kriegen werden, noch 15 Erfahrungen. Die wird für dieses Szenario extra vergeben. Also, 15 Erfahrungen, dann die Erfahrung, die ihr gekriegt habt, und ich glaube, das waren 6 fürs Szenario selber. Ich schaue es nochmal nach. Level 1. Ja, und nochmal 6, weil wir das Szenario gewonnen haben. Also 21 plus das, was ihr da habt an eurer Eile. Ich krieg 33 Erfahrungen. Ich fürchte. Ganz kurz, wenn man das Szenario geschafft hat, also diese Bonuskarte. Ich bin dann schon auf Level 2. Bonuskarte. Ja, da, warte, das kommt noch. Jetzt mal die Erfahrung. Ich mach mal die Erfahrung. Also die war 15 plus 6 und plus die Erfahrung, die man die du da hast. Ja. Ich habe 43 Erfahrungen, ich habe es genau nicht geschafft. 42, wann steige ich auf? 45. Gratuliere, ja, Michi. 45, ja. Wir beide haben es gerade nicht geschafft. Aber das geschafft. Ist gut, oder? Ja, die Gegner sind nicht so stark. Ja, weil das bleibt dann auf Level 1, das Spiel, ja, oder? Ja, die Gegner sind nicht so stark, wenn wir im Schnitt nicht so eine hohe Level haben. So, egal. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir geben uns Gold. Und zwar jede Münze, die ihr habt, ist wieder 2 Gold wert. Oh, das ist gut. Da habe ich 2. Ich habe 8. Ja, du hattest noch 10 übrig, René, vom Anfang, ne? Ja. So, jetzt decken wir alle unsere Szenario-Ziele auf. Ja, manchmal hat man da Pech. Du hast deins also nicht geschafft. Darf ich mal lesen? Kill an undamaged monster with a single attack action during the scenario. Das ist aber auch... Okay. Also du hast deins nicht geschafft. Du kriegst keinen Hacker. Der Michi hat Plunderer. Loot a treasure overlay tile during the scenario. Ich hab einen. Na warte. Treasure tile ist eine Bombe, glaube ich. Ich habe am Anfang des Spiels gefragt, ist ein Treasure eine Münze auch oder eine Bombe? Und deswegen habe ich keine Bombe genommen. Okay, wir geben dir das, ja, weil es ist wirklich eine Regelfrage. Normalerweise hättest du den Spielregeln nachgeschaut, ohne uns fragen zu müssen und einen Hinweis zu geben, was du da brauchst in dem Szenario. Und ja, aber der Treasure Overlay ist doch ein. Overlays sind zum Beispiel Fallen, all das, was am Anfang ausgelegt wird. Aber Die das ist, Münzen eine sind Münze ist nicht. Doch auch ein Overlay, liegt ja auch oben drauf, oder? Vielleicht ist es wirklich. Weißt du das? Lies es bitte nach. Nein, du kriegst es auf jeden Fall, weil du hättest es auf jeden Fall erfüllt. Sonst hättest du eine Bombe genommen. Das hätten wir gekriegt. Nimm dir denn bitte das Hacker. Hast du schon Hacker gehabt? Ja, eines. Jetzt hast du ein zweites gekriegt. Genau. Ein drittes brauchst du, um einen Perk zu kriegen. Perk. Tu mir mal das Hacker dazu schreiben. Andi, wie schaut's bei dir aus? Natürlich habe ich es nicht geschafft, wie immer. Take only short rest during the scenario. Oh, deswegen. Okay. Das war eh klar. So lange habe ich durchgehalten. Nein, ich traue dem Andi alles zu. Und dann kommt der Hartmann.
Entschuldige, ich mische mich überall. Ja, hast du nicht selber gesagt? Ja, hört's nicht auf mich, bitte. Ich hätte es auch nicht auf den Short Rest geschaut. Du bist Aber gerade wir hätten überwunden. es nicht gewusst. Wir hätten es nicht gewusst, um ehrlich zu sein. Das sind diese kooperativen Spiele, wo man eigene Ziele hat, so wie Dead of Winter an, der kann sich erinnern, wo man dann auf Leute angefressen ist, weil sie irgendwas Ja, Komisches machen. ich habe es einfach nicht gewusst. Okay, Also, ja. nachdem ich wenigstens die Erfahrung zwar nicht auf Level 2 geschafft habe, habe ich meinen Hunter geschafft. Kill one or more Elite Monsters during this scenario habe ich geschafft. Und ich habe mein drittes Hackerl und werde einen Perk kriegen. Das überlege ich mir bis nächstes Mal, was ich in meinem Angriffskartendeck ändere. So, außerdem, jetzt, das mache ich nur noch aus Flavorgründen. Im Wesentlichen ist die Community dann gefragt worden, was wir von dem Schiff retten wollen. What oder who will you save? Entweder Hall Barty Half Ear onto the dinghy with you oder Search for Drail down below and attempt to rescue her oder Salvage some of the Quadrilles engines and machinery instead. Was würdet ihr machen? Nur aus Neugier. Es ist zwar vorgegeben, aber was würdet ihr machen? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich würde den Barty retten, weil der hat da überhaupt nichts verdient. Der hat nur irgendjemanden gekillt ein bisschen. Ja, er hat Leute gekillt, ziemlich mutwillig. Das stimmt, ja. Also ich würde das wählen übrigens. Warum? In der richtigen Kampagne entscheiden wir, was wir machen, und das entscheidet wirklich, wo das Spiel weitergeht. Hier ist es natürlich Augenauswischerei, weil es vorgegeben ist, aber in der richtigen Kampagne entscheiden wir, wo es weitergeht oder was wir dann machen Aber an gut, dieser Stelle. was sagt das Spiel? Woher kommt doch mal die Frau? Ganz kurze Frage. Die Kapitän von dem Schiff, Ach so, ja, die dann genau. plötzlich Rauch aus den Ohren aufsteigen hatte, wie sie das Schiff Ja, von Barty genau, gesehen hat. weiß schon wieder, ja. Ja, wir nehmen die Teile natürlich. Oder den Bate, vielleicht hat er noch irgendeine Schatzkarte oder sowas. Ja. Also in der richtigen Kampagne müssten wir uns jetzt gemeinsam auf etwas einigen. Also. Und das kann lustig sein, weil unsere partikularen Interessen natürlich anderswo hinlaufen. Also das könnte ein bisschen schwierig sein zu sein. Hier ist es Warum? vorgegeben. Hier wird die Drail gerettet. Ich lese das noch vor. Ja, das hat die Community entschieden. It is difficult to keep your footing as the ship shudders and lists, slowly breaking apart at the seams. One of you swims through the lower part of the ship in search of Drail, while the rest head out to the deck looking for a dinghy. Barty is left to drown in his wooden coffin. You manage to find both things you are looking for, but Drail is face down in the water, badly burned and not breathing. You pull her clear of the wreckage and get her on board a small lifeboat. One of you begins pumping her chest and blowing air into her mouth, while another, unconcerned for her fate, jumps back into the water to salvage some machinery from Drail's ruined ship. Aha, das ist eine Zwischenlösung. You get Drail to breathe again, weakly coughing up lungfuls of water. Your other party member returns with only some basic tools and gears, and then you row toward the island on the horizon. As it gets closer, you see it is much larger than your initial expectations. The side facing you is lined with dangerous crags, but there appears to be an opening to a cave in the sheer cliffside. Option A: continue around the perimeter of the island, looking for a safer place to land and properly take care of Drail. Option B: a dangerous cave, adventure. Who cares about helping Drail recover from her injuries? Auch da ist die Entscheidung vorgegeben. Hey. B: ich würde A nehmen. Es ist A geworden. Ja, genau. Und kommt sicher nicht mit Faschingskostüm an. Also es ist A geworden, das heißt, wir fahren.
Ob das ein Kostüm ist. Okay, ja. Also wir rudern diese Inselküste einmal entlang und landen dann irgendwo, und das ist das dritte Szenario in dieser Mini-Kampagne. Und an der Stelle, glaube ich, sind wir es heute. Ne? Nächste Woche, noch sicherheitshalber, werden wir nichts machen. Ja. Nächste Woche fällt auf jeden Fall aus. Und wart, habt ihr noch 5 bis 10 Minuten kurz Zeit? Ich würde gerne etwas mit euch besprechen. Was Allgemeines nämlich. Ja, ich kann.